Hier in New York auf dem Parkett der Börse steht bei mir wieder Sandra Navidi von Rubini Global Economics. Frau Navidi, wir wollen mal, wie es das Hauptthema ist, in den Mittleren Osten schauen. Die Aufstände in Libyen gehen nach wie vor weiter. Saudi-Arabien könnte als nächstes dran sein. Es gibt auch Gerüchte, dass Ausschreitungen bis nach China übergreifen können. Wie schätzen Sie dort das Risiko ein? Wir schätzen das Risiko recht gering ein. Es könnte zwar auch sein, dass es dort vereinzelt zu Unruhen kommen wird, aber nicht zu Ausschreitungen wie im Mittleren Osten oder in Nordafrika. Warum nicht? Warum glauben Sie, dass China das Problem besser im Griff haben könnte? China hat ein sehr autoritäres Regime. Das wird alles von oben gesteuert. Sie haben eine stark eingeschränkte Pressefreiheit und haben daher eine bessere Kontrolle. Außerdem, das müssen Sie zum Teil auch machen, weil Sie haben 1,3 Milliarden Menschen. Das sind ganz andere Dimensionen, als wir das in der MENA-Region sehen. Gerade für diese harte Gangart gibt es ja immer wieder Kritik für die kommunistische Regierung dort. Wie schafft man es trotzdem, das Ganze unter Kontrolle zu halten? Das Bewusstsein ist einmal, dass weniger ein autokratischer Herrscher an der Macht ist, also in diesem Fall der Generalsekretär, sondern die gesamte Partei, kommunistische Partei, dass man also besser repräsentiert ist. Außerdem war das Wirtschaftswachstum relativ ordentlich in den vergangenen Jahren. Die Inflation ist noch nicht ganz aus der Hand geraten. Von daher sind die Leute etwas ruhiger noch geblieben bisher. Man hat auch nicht so einen Überschuss an jungen Menschen proportional wie im Mittleren Osten und Afrika, Nordafrika. Und die Aussichten für diese jungen Menschen, die es dort gibt, sind nicht ganz so schlecht relativ gesehen wie in der anderen Region. Wie schätzen Sie allgemein die Chancen für China ein, mittel- und langfristig? China selbst hat einen neuen 5-Jahres-Plan erstellt, wonach das Wachstum geringer ausfällt. Sie haben das auf 7% revidiert. Sie sehen auch die Gefahr der Inflation und werden mit Geldpolitik entgegenwirken. Wir würden das ähnlich sehen und vielleicht sogar noch etwas geringer, das Wachstum, und natürlich die Gefahr einer Blasenbildung. Es wird sicherlich die Regierung zunehmend unter Druck geraten, auch dort Reformen durchzuführen. Also sie können sich nicht komplett drücken, müssen etwas mit dem Fluss mitgehen, können das Ganze aber wahrscheinlich doch besser verwalten. Gut, vielen Dank, Frau Navidi. Vielen Dank für dieses Interview. Und damit gebe ich zurück ins Studio nach Köln.